Weißt du, was ich von Leuten halte, die nicht ehrlich zu sich und zu anderen sind? Die sich ihre Fehler einfach nicht eingestehen? Für mich sind das Feiglinge und auf so jemanden habe ich echt keinen Bock. Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Wenn du dich wirklich geändert hast, dann gib Vater die Holding zurück! Wenn du wirklich so ein guter Mensch bist, wie du hier behauptest, dann wär's für dich doch ein leichtes, Vater, die Holding zurück zu überschreiben. So ein Schwachsinn. So eine blöde Idee kann doch wieder nur ein Arzt kommen, der von sowas natürlich überhaupt keine Ahnung hat. Ja, glaub mir, mein lieber Bruder. Mit Menschen kenne ich mich sehr gut aus. Was ist mit dir, Vater? Glaubst du mir auch erst, dass ich mich geändert habe, wenn ich dir die Holding zurückgebe? Verstehe. Was denn? Hast du die schon probiert? Mhm. Dankeschön. Wo waren wir stehen geblieben? Da nichts Besonderes? Bei Paul. Paul? Mhm. Mein Sohn. Ach, Paul. Mhm. Also, wenn ich Sie um Gefallen bitten könnte. Die sind lecker. Na klar, um welchen Gefallen geht's? Ich rede in meiner Freizeit nicht so gerne über die Arbeit. Es geht mir genauso. Nach Feierabend rede ich auch nicht gerne über die Arbeit. Aber könnten Sie mir auch einen Gefallen tun? Und der wäre? Lass uns doch du sagen. Ein Sie wäre in dieser Runde viel zu steif. Susanne. Anne. Hallo, Anne. Und, hast du dich in Düsseldorf schon eingelebt? Ja, mir gefällt sie eigentlich ganz gut. Dann fehlt dir zum großen Glück nur noch der passende Mann? Das ist mir im Moment nicht so wichtig. Na, immer wenn man das sagt, dann erwischt's einen. So ging's mir genauso. Wow, die Benny Grossman Band spielt in der Stadt. Die sind aber schon ausverkauft. Wenn ich das gewusst hätte. Dann hätte dir das auch nichts gebracht, weil die Karten sind schon länger weg. Schade. Darf ich bitten? Dann haben Carla und ich großes Glück gehabt. Wir haben die beiden letzten Karten bekommen. Wow, dann darf man dir ja wohl einen schönen Abend wünschen. Also, wenn du noch jemanden zur Begleitung suchst, ich opfere mich gern. Ja, ich mich auch natürlich. Ich habe die Band in Hamburg verpasst. Dann kannst du sie auch hier verpassen. Du hast mal in Hamburg gelebt? Ja, gut 2 Jahre. Anne kommt aus Hamburg. Schwache Nerven? Tanja. Du siehst schlecht aus. Na, das wird wohl an dir liegen. Naja, was soll ich machen, solange du mir meinen Sohn vorenthältst? Ach, ich will doch einfach nur verhindern, dass er wird wie du. Tanja, wenn du denkst, du hättest schon gewonnen. Was heißt denken? Für mich zählen Fakten und die sprechen eine eindeutige Sprache. Hör endlich auf, Leonard gegen mich aufzuhetzen. Ich muss deinen Bruder nicht aufhetzen. Er kommt von ganz alleine auf die richtigen Schlüsse. Ah, von Lahnstein, wie immer zu spät. Hauptsache, es ist noch was zu essen da, ne? Ja, wir haben dir was übrig gelassen, ein paar Kleinigkeiten. Was ist das? Was zum Lesen für dich. Toll, danke. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Was heißt denn da? Schon. Ein Buch mit Martini-Rezepten. Was ist daran so komisch?
Das gilt bestimmt nicht dir. Wenn dir das gefällt, dann musst du unbedingt mal nach Övelgönne in die Strandperle. Ja, vielleicht mal am Wochenende. In 3 Stunden ist man ja da. Eigentlich ist Anne ganz nett. Warum sollte sie nicht nett sein? Ja, anfangs dachte ich, sie sei ein bisschen seltsam, aber inzwischen verstehe ich überhaupt nicht, dass Paul mit seiner Lehre nicht klarkommt. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ist doch eigentlich eine ganz patente Frau. Das findet unser Anwalt inzwischen auch. Naja, vielleicht findet Lars ja sein großes Glück. Mit Anne? Die beiden sind doch ein hübsches Paar. Nee. Und sonst? Geht so. Mal wieder Lust, was mit mir zu machen? Tut mir leid, ich habe überhaupt gar keine Zeit. Wenn nicht heute, dann morgen oder nächste Woche. Morgen habe ich ein Shooting. Und das geht 24 Stunden und dauert die ganze Woche. Ja, so ungefähr. Und das Thema des Shootings ist kein Bock auf Knackis. Sag mal, was soll das? Ich habe einfach keine Zeit, okay? Seitdem du weißt, dass ich im Gefängnis war, ist dein Terminkalender ziemlich voll. Ja, so ist das eben. Du mich auch. Idiot. Wo warst du denn? Ich hab dich überall gesucht. An dein Handy gehst du nicht ran. Ja, ich war spazieren. Die ganze Zeit? Übertreibst du nicht ein bisschen? Was denn mit spazieren gehen? Du sollst dich schonen. Ja, ich muss mich abreagieren. Tanja. Ich hab vorhin mit Leonard gesprochen. Ja, dem wäre ich heute auch lieber aus dem Weg gegangen. Was ist dir wichtiger? Deine Familie oder die Holding? Sag mal, fängst du jetzt auch damit an? Du wolltest wissen, wie ich darüber denke. Ich weiß, dass du dich verändern willst. Aber mir hast du auch nicht monatelang Gift in den Tee geschüttet. Na, vielen Dank, dass du mich noch mal dran erinnerst. Ansgar, ich liebe dich und ich weiß, dass du es ernst meinst. Aber dein Vater kann nicht einfach so umschalten. Natürlich nicht, weil ich ihm egal bin. Wenn das so wäre, dann wärst du jetzt nicht hier. Setz ein eindeutiges Zeichen und gib ihm die Holding zurück. Hallihallo! Ist noch jemand wach? Psst! Arno schläft schon. Hallo. Ja, schön, dass du dich um ihn gekümmert hast. Wie war's? Ganz nett, aber dann wollte Arno lieber allein sein. Und selbst? Ach, wir hatten einen total schönen Abend. Ach, nur schön. Oh, Carla hat mir ziemlich gefehlt. Ja, ja, das glaube ich dir. Nur, da waren doch noch ein paar andere da, oder? Seit wann interessierst du dich denn für meine Freunde? Ja, was heißt hier deine Freunde? Ich kenne Gregor aus No Limits. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Ich habe dich nur gefragt, wie es war. Anne Siebert, deine Lehrerin. Warum fragst du nicht gleich? Was soll ich dich fragen? Ob wir über dich gesprochen haben, wie ich sie finde. Ja, und? Ich finde sie ganz sympathisch. Das ist alles? Na ja, viel mehr haben wir nicht geredet. Die hingen eher mit Lars Schneider zusammen. Echt? Mhm, die beiden sind sich ganz schön nahe gekommen. Geht's vielleicht noch lauter, Nico? Nein, leider nicht, Coco. Ey, 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 muss das sein? Woanders ist ja kein Platz. Und lass deine schlechte Laune nicht an mir raus, sondern an dem, der schuld ist. Ja, wie soll ich meine schlechte Laune denn bitte an mir selbst auslassen? Hast du heute Christian getroffen? Ja, das ließ sich leider nicht vermeiden. Und was hat er gesagt? Er wollte sich mit mir verabreden. Ich beneide dich. Ja, bist du auch die Einzige. Typisch. Der Typ, den wir beide gut finden, läuft dir nach und du findest das auch noch doof. Was soll ich denn machen? Christian ist total süß, aber warum musste er diese Tanke überfallen? Zu hohe Spritpreise?
Lust auf ein paar Snacks? Keine Ahnung. Coco, das ist nicht witzig. Ich hatte schon mal eine Knarre im Gesicht. Mein Ex war auch im Knast. Und ich habe ihn trotzdem geliebt. Ja, du bist ja auch. Was? Ach, nichts. Mann, das ist doch alles zum Kotzen. Weißt du, die Geiselnahme auf Königsbrunn. Wenn du so einem Typen ausgeliefert bist, der mit einer Waffe vor dir rumfuchtelt, dann... Coco, das, was Christian da gemacht hat, da hätten Leute bei draufgehen können. Ich weiß. Aber das verstehe ich einfach nicht. Was? Na, sieh dir Christian doch mal an. Er sieht doch nicht aus wie einer, der eine Tankstelle überfällt. Ja, kein Räuber sieht aus wie ein Räuber. Aber sie haben alle den gleichen Grund. Geld. Bei Christian muss es noch was anderes sein. Wenn dir wirklich was an ihm liegt, dann gib ihm eine Chance. Die beiden sind sich richtig nahe gekommen. Das waren Susannes Worte. Das war sicher ein sehr schöner Abend. Ey, eins schwöre ich dir, wenn dieser Mistkerl meine Freundin anlacht. Eifersüchtig? Auf diesen Typen. Schau mal, da kommen die beiden. Was, wo? Er fasst sie an. Er kann doch Anna nicht einfach so antatschen. Dieser Idiot. Der Idiot bist du, wenn du nicht aufpasst. Und jetzt lern mal richtig Muffins zu essen. Konstantin, diese Juristenwurst dreht meine Freundin an und ich soll grinsend daneben sitzen? Keiner erwartet von dir, dass du grinst. Und es ist ja überhaupt noch nichts passiert. Noch. Was denkst du über Ansgar? Also im Allgemeinen bin ich eher skeptisch, dass Menschen sich ändern. Außer... Hättest du es jemals für möglich gehalten, dass wir beide wieder halbwegs normal miteinander umgehen? Außer etwas Entscheidendes passiert. Im Guten wie im Schlechten. Ansgar und du, ihr beide habt mich jeder auf seine Art mehr als einmal sehr überrascht. Jeder Mensch kommt in seinem Leben einmal an den Punkt, wo er einsieht, dass sein bisheriges Wollen sinnlos war. Er hinterfragt sich und orientiert sich gegebenenfalls neu. Also, auch wenn du glaubst, dass Ansgar jetzt an so einem Punkt in seinem Leben angekommen ist, an deiner Stelle wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Zwischen Ansgar und mir kann es nur besser werden, Leonard. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Vater, ich muss mit dir reden. Ja, sollen wir in die Bibliothek gehen? Nein, nein, ach, Leo stört nicht. Ich weiß, wie schwer dir ein Neuanfang mit mir fällt, deswegen... Ich werde die Holding wieder auf dich überschreiben. Du bist der Boss. Danke, Jungs. Und jetzt? Ich muss zu Anna. Ey, aber bleib cool. Ja, super. Schön, was los hier, das gefällt mir. Nico verhagelt dir ganz schön die Laune, oder? Ich hätte dir das mit dem Überfall und dem Knast überhaupt nicht erzählen sollen. Sie hast den falschen Arzt bekommen. Naja, bewaffneter Raubüberfall ist noch nicht gerade... Taschendiebstahl, ja, ich weiß. Naja, dass du da Leute mit einer Waffe bedroht hast, das zeigt dich eben nicht von deiner liebenswerten, einfühlsamen Seite. Ich meine, ich kenne dich ja auch anders, aber Nico... Ich habe sie ja mit überrannt, das war blöd von mir. Es ist nie blöd, die Wahrheit zu sagen, okay? Vielleicht versuchst du mal ihr zu erklären, warum du das getan hast. Sie will nicht, damit hat es sich. So schnell gibt ein Mann nicht auf. Die Wahrheit hilft mir bei Nico auch nicht mehr weiter. Außerdem geht's jetzt überhaupt nichts an. Ich glaube, du kannst Anne jetzt nicht sprechen. Wo ist sie? Duschen. Du kannst mir viel erzählen. Paul. Wo ist er? Weißt du, wen er meint? Ihr beide habt jetzt sturmfreie Bude und könnt in Ruhe reden. Wie, ihr seid allein? Ja. Wer zum Teufel glaubst du wohnt hier noch? Und? Hast dich gut amüsiert mit Lars Schneider? Ach
So ist das. Ihr wart vorhin zusammen frühstücken. Ja, warum nicht? Das geht aber schnell bei dir. Kannst rauskommen, Lars? Mein Gott, er ist nicht hier. Du bist völlig grundlos eifersüchtig. Du packst zusammen. Ab jetzt ist das ja dein Büro. Mein Büro. Wie lange bin ich eigentlich nicht hier gewesen? Tja, das ist eine Weile her. Wird Zeit, dass deine Bilder wieder auf diesem Schreibtisch stehen. Du hast es vermisst, nicht wahr? Nicht so sehr wie Königsbrunn. Na ja, doch, ein bisschen schon, ein bisschen schon. Ah, es ist fantastisch. Wenn man hier sitzt, hat man das Gefühl, Berge versetzen zu können. Ja, von diesem Platz aus wurde ja auch einiges bewegt. Ja, hast du deine größten Deals eingefädelt. Und du hast das erste Mal die Fühler der Holding nach Asien ausgestreckt. Vor 3 Jahrzehnten. Mein Gott, die Jahre gehen so schnell dahin. Und es ist Zeit für einen Neuanfang. Ja. Warte einen Moment. Ich schlage vor, das Bild der Frau deines Herzens bleibt auf diesem Schreibtisch stehen. Wir werden in Zukunft die Holding gemeinsam führen. Du musst los? Ja, ich bin schon wieder viel zu spät. Dann einen schönen Tag. Danke. Ach so, Coco, das, was du gestern über Christian gesagt hast, ich glaube, du hast recht. Du gibst ihm noch eine Chance? Er hat einfach ein bisschen mehr Vertrauen verdient. Oh, das hat sich gestern aber noch ganz anders angehört. Ja, aber er ist was Besonderes und deshalb mache ich eine Ausnahme. Dass du das jetzt erst merkst. Ich muss einfach wissen, warum er die Tanke überfallen hat. Vielleicht verstehe ich da mehr. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Bis später. Viel Glück. Hallo? Hi, ich bin's Christian. Nico? Nein, Coco. Ist Nico nicht da? Nein, sie müsste auf dem Weg zum Fotoshooting sein. Wie war sie denn drauf? Gut. Ich glaube, sie will sich mit deiner Knastvergangenheit auseinandersetzen. Meinst du echt? Klar, Christian. Sie wird sich bei dir melden. Ganz bestimmt. Wir sehen uns. Sieh noch mal unter meinem Bett nach. Oder hier? Hallo, Lars. Du kannst rauskommen. Zum dritten Mal. Es tut mir leid. Aber mehr als entschuldigen kann ich mich doch nicht, oder? Doch. Du könntest etwas mehr Vertrauen haben. Ah, nee, ich will dich nicht verlieren. Und gegen Typen wie Lars, da kann ich einpacken. Mensch, er ist in deinem Alter. Wenn du mit ihm zusammen wärst, dann bräuchtet ihr nichts verheimlichen. Er hat Geld, er hat eine eigene Kanzlei. Willst du mir gerade meinen Nachbarn schmackhaft machen? Shit, nein. Aber warum wart ihr zusammen frühstücken? Wir sind uns auf dem Gang zufällig begegnet. Die gleiche Idee zur gleichen Zeit. Kaffee und Croissant. Und deswegen muss man sich abends stundenlang unterhalten. Wer weiß, was für schmutziges Zeug ihr da bequatscht habt. Lang und vor allen Dingen schmutzig, du sagst es. Also habe ich doch recht. Ich bin zu Lars gegangen, weil ich nicht die ganze Zeit mit deiner Mutter reden wollte. Die hat mich total in Beschlag genommen. Und deswegen musst du gleich zu Lars flüchten. Wenn man sich mit jemandem unterhält und die ganze Zeit aufpassen muss, dass man sich nicht verrät, dann ist es sehr anstrengend. Das glaube ich dir gerne, aber deswegen musst du nicht gleich mit Lars flirten. Es war eine nette Unterhaltung, kein Flirt. Meine Mutter sieht das ein bisschen anders. Deine Mutter war auch beschwipst? Hey, der einzige Mann, der mich interessiert, bist du. Und, wie geht's den werdenden Müttern? Du kannst es ja kaum mehr erwarten, was? Ja, sag mal, kann man das eigentlich schon erzählen? Wir wollen das erst an die große Glocke hängen, wenn Carla wieder da ist. Hm? Okay, und dann feiern wir. Oh, Junggesellenabschied. Wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, dass ich Vater werde und dann auch noch unter solchen Umständen. Es war eine gute Entscheidung, nach Düsseldorf zu kommen.
Du hast einen guten Lauf, was? Mhm. Kanzlei, Vaterschaft. Ja. Es war übrigens eine schöne Party gestern. Das hat man gesehen? Mhm. Anna und Sarah sind sehr nett. Das hat man gesehen? Hat das einen Grund, wieso du dich ständig wiederholst? Anne? Anne? Ihr beiden hinkt aneinander wie die Kletten. Naja, sie kommt aus Hamburg, das verbindet. Und wenn man einen guten Draht zur Nachbarschaft hat... Nur einen guten Draht? Naja, wenn du es genau wissen willst, ausbaufähig wäre das Ganze schon. Aha. Hereinspaziert, Sportsfreund. Ist gar keiner da? Ich bin da. Reicht dir das nicht? Ich wollte eigentlich nur ein Geschenk abgeben für Nico. Was schenkst du ihr denn? Das geht dich gar nichts an. Ja, schon gut, nicht gleich so sensibel. Könntest du ihr das vielleicht in meinem Namen geben? Natürlich, selbstverständlich. Wir müssen doch zusammenhalten. Ich habe von deiner Geschichte gehört. Schlimme Sache ist das. Ich weiß, wie es hinter Gittern zugeht. Aus eigener Erfahrung, Kumpel. Nur wer einmal gesiebte Luft geatmet hat, weiß, wie du dich fühlst. Wenn du willst, dann gehen wir mal auf ein Bier, um die Ecke. Komm, setz dich. Wo kommst du denn her? Von draußen. Er ist manchmal etwas schüchtern. Ja. Wo kommst du eigentlich her? Ich dachte, du musst Taxi fahren. Darf sich deine arme Mutter nicht mal eine kleine Pause gönnen? Schließlich habe ich noch Nachtschicht. Oh, da ist Anne. Boah. Anne! Oh. Komm, reiß dich zusammen. Was denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Sie ist eine Lehrerin, sei ein bisschen nett zu ihr. Hallo. Hallo. Und, hast du dich von dem gestrigen Abend gut erholt? Na klar. Bei so einer charmanten Unterhaltung kein Wunder. Ja, das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Sind Sie nicht reizend? Da ich doch heute Abend einen kranken Kollegen vertreten muss und Carla auch nicht da ist, geht ihr beiden doch zur Benny Grossman Band. Ey, die sind echt heiß. Hey, da bist du ja. Ja, und? Ich wollte zu dir, du Stoffel. Und was wolltest du von mir? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Wegen gestern. Das war total blöd. Und bevor ich in Zukunft irgendetwas sage, möchte ich wissen, warum du das damals gemacht hast. Ach, das willst du wirklich wissen? Ja. Ja? Und warum? Weil du gerne tratscht oder machen dich Knastgeschichten einfach an?